Wenn auf Meister Leonard Koppe kein Verlass ist, was dann? Wenn unser Plan vereint wurde, was dann? Sei nicht so kleingläubig, Margarete. Er ist ein guter Freund des Dr. Luther und ein glühender Anhänger der evangelischen Lehr. Hinzu kommen sein Vetter und Wolf Domitsch. Wenn die auffallen, dann sind wir verloren. Oje, oje, oje! Herr Leonard Koppe bringt wie jedes Jahr zur Fastenzeit die Hering und Stockfisch hier nach Nimschen. Niemand schöpft Verdacht. Der Ratsherr aus Torgau ist darüber gänzlich erhaben. Keiner ahnt, dass die Fracht eine andere ist. Also schweig. Die anderen haben die Pforte gerade passiert. Es gibt kein Zurück. Los! Gnade und Frieden in Christo, Meister Leonard Koppe. Wir sind alle beisammen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, Ostern. Die Gläubigen werden zur Klosterkirche strömen und der Vater Abt das Lamm Gottes heiligen. Keiner wird Zeit finden, nach entlaufenen Nonnen zu jagen. Mir wird ganz schwindelig vor Angst und Bang. Gehorche deinem Vater, gehorche deiner Mutter, gehorche deinem Beichtvater. Höre auf Gottes Wort. Ich habe noch nie frei gedacht. Sollen wir dich Angsthasen etwa abwerfen, Margarete? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Dann hör auf der Stelle auf zu jammern. Sonst züchte ich dich, Schwesterlein. Das wirst du doch nie tun. Was höre ich? Entflohen, habe ich vernommen? So stellt sich's dar. Wie viele? Derer 12. Die Namen? Die da sind: Magdalena von Staubitz, Elsa von Kanitz, Abe Große, Abe von Schönfeld und ihre Schwester Margarete, Laneta von Golis, Veronika von Zeschau und Magdalena von Zeschau, drei weitere Schwestern und... Und? Katharina von Borba. Auch sie. Auch du, Katharina. Es gibt Menschen, die Gott so erzürnen, dass sie bis zum jüngsten Tag im Fegefeuer leiden müssen. Beten wir. Beten wir für ihre armen Seelen. Bruder in Christo! Bruder in Christo! Dein erbitterter Feind Cochleus schäumt ob deiner Werke.